Solvente Kunden im Sonnenstaat Kalifornien haben seit Jahren ein hohes Interesse an Sportwagen made in Germany. Deshalb dürften bei den Besuchern der Los Angeles Motor Show zwei Autos aus dem Hause Porsche für Entzückung sorgen. Obwohl auf den Highways ein strenges Tempolimit gilt, kann selbst ein Porsche nie genügend Leistung haben. Mit dem Panamera GTS folgt Porsche diesem Wunsch. Der 4,8 Liter V8 Sauger liefert nun 30 PS mehr als der S und ist damit die Speerspitze der Panamera Baureihe. Aber auch der neue 911 wird in den USA bereits sehnsüchtig erwartet. Das Schöne ist, wir hatten die einmalige Chance, wirklich einen komplett neuen Elfer zu machen. Wir haben also angefangen, ich sage mal, bei der Karosserie jetzt sehr intensiv Aluminium einzusetzen, haben dadurch 80 Kilo die Karosserie erleichtert. Wir haben, ich sage mal, das Fahrzeug deutlich komfortabler gemacht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite den Fahrspaß und die Fahrdynamik deutlich verbessert. Und das heißt, die Spreizung ist von dem Auto unglaublich geworden. Wir haben das Auto emotionaler gemacht und gleichzeitig den Verbrauch um bis zu 16% reduziert. Und das kann man auch wirklich nachfahren. Man kann so ein Fahrzeug fahren, heute mit deutlich unter 10 Litern, und ich denke mal, vor 5 Jahren, 10 Jahren war das unvorstellbar. Und ich sage mal, das Schönste einfach, das ist der beste 911er, den wir je gehabt haben. Dass der neue 911 merklich weniger Benzin verbraucht, ist selbst in einem Land wie den Vereinigten Staaten ein wichtiges Argument. Auch der Nutzen für die Umwelt ist selbst bei Sportwagenfahrern in den Fokus geraten.